Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge World Air Drift mit Minias, der jetzt ein bisschen glücklich ist wieder. Absolut. Also gut, wenn ihr jetzt diese Folge seht, dann habt ihr es ja mitgekriegt, Folge 5 ist wieder repariert. Funktioniert wieder. Also vielleicht ein bisschen Async und vielleicht nicht, aber es ist zumindest ein bisschen Bild da und ein bisschen Ton und ja, alles ist hübsch. Ich hoffe, dass es auf YouTube dann auch hübsch ist. Jetzt ist es noch gerade am Hochladen. Ach ja, zur letzten Folge waren wir mitten in den Wolken. Da oben, ne? Da oben, in diese Richtung. Guck dir das an. Wieso hast du eigentlich... Ah, jetzt haben wir ein schickes Sädel. Also nee, jetzt haben wir zwei. Pass auf, ja, aber eins ist neutral und das andere ist ja besonders. Ja, das stimmt. Aber ist egal. So, voll wir haben jetzt zwei Segel. Also, wir sind ja da oben bei dieser Insel. Seht ihr ja ganz da oben. Da sind wir ja gestartet und sind so langsam in Richtung hier hergetrieben. Das hat Fleisch schon mal gemacht, während ich versucht habe, meine Videodatei zu reparieren. Yes. Und wenn das Schiff hart am Wind hängt, dann fliegt das auch. Dann fliegt das auch ein bisschen, ja. Was ist los? Ich habe ein bisschen Stuff gesammelt. Ich habe mir eine neue Pistole gemacht derweil. Ja, genau. Ich habe alles mitgekriegt, aber das war einfach... Ach, war alles ziemlich durcheinander, aber jetzt ist gerade ein bisschen Entspannung angesagt. So, wir sind auf der Suche nach Erfahrung. Nee, wie heißt es? Knowledge. Knowledge. Da habe ich nur 76. Knowledge Points. Du, also laut meinem... Höhle, sagst du? Unter mir, ja, unter uns so. Laut meinem Dings können wir... Warte mal, wir machen das ein bisschen futuristischer. Wie cooler. Oh ja, das ist besser, ja. Mhm. Laut meinem... Also anders. Wenn man auf die Flügel klickt, bevor man sie craftet, dann steht da, auf jeden Fall, es hilft die beim Steuern. Ja, okay. Und daher... Jetzt hast du das eine, hast jetzt eine Seite andersrum. Ich sehe das. Das. Was denn? Kann das, glaube ich, so machen. Ja. Jetzt sind... Also die Außen sind so komisch verdreht. Ja, die waren ja vorhin auch schon verdreht. Ja. Für mich ist jetzt allerdings diese Äußere, was man jetzt als Klappen bezeichnen würde, ist bei mir jetzt hinten, so wie es muss. Bei dir auch? Nö, bei mir steht eins nach unten, eins nach oben, oder was meinst du damit? Nee. Hinten am Flügel ist auch immer so eine Klappe. Ja, genau. Das hatte ich vorher aber auch schon gemacht. Also ich hatte den anderen auch in sich gedreht. Gut. Dann passt das. Guck mal hier, das erinnert mich an Brasilien, oder? So ein bisschen. Ja, das Ding hier, ne? Mhm. Halt mal deinen Knowledge Scanner rein, ne? Bing! Viel Knowledge. Ich hab 48 jetzt mittlerweile, ist leider ein bisschen wenig für eine Jugend. Hab ich sogar mehr, kann ich mit 80 dienen. 80? Aber damit können wir trotzdem nichts machen da unten, ne? Nee, ich weiß nicht, ob das Killen von Viechern, ob das Knowledge bringt. Nee, also die Viecher selber bringen zumindest kein Knowledge. Schießt jetzt auf. Ich hab den getroffen sogar, ja. Interessiert dir aber nicht, ne? Nicht wirklich. Willst du mal runter? Wollen wir was machen? Warte mal, ich habe 24 Schuss. Hm. Wollen wir da runtergehen, mal komischen Flapperviecher killen? Die haben mich gejagt. Ja, können wir machen. Okay, warte. Aufpassen. Tja. Ja, es bringt nichts, oder? Die einfach am Deine Waffe schießt irgendwie rechts von mir. Ist ja, soundtechnisch, ne? Hm? Nee, die Waffe sehe ich rechts von dir, wenn du schießt. Hoch noch. Kannst du ihn salvagen? Ja, den schon, den anderen weiß ich nicht. Also für den Beta sind da doch noch einige Bugs drin, aber naja. Living animal cannot be destroyed, oder? Or what? So, ich räch mich jetzt hier an den Dingern. Macht das. Hier hat übrigens auch schon jemand gebaut, ne? Ja, gesehen. Da ist doch jemand, der baut. Los! Da ist einer. Auf den Typen schießen, oder was? Ja! Okay. Lauf rechts rum. Jo. Hast du sein Stuff? Yeah, take it. Das ist das Sinn von dem Spiel, zu töten? Wahrscheinlich einfach nicht. Rohe Gewalt? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, mit da uns. Hast du. Noch einer. Ich hab den Fleischhauer mitgebracht. Er tötet Menschen und Tiere gleichmaßen. Und es...
Ich weiß nicht, ob der jetzt einfach nur Angst hat und abhaut, oder? Egal, ich habe einen drüber gebraten. Oh, hier kommt noch einer, sein Bruder kommt. Und er hat einen Rochen mitgebracht. Wirklich? Warte mal, ich guck mal, nee. Ich guck mal, dass ich Munition... Hoffentlich den Rochen. Ah ja, gute Idee. Munition. Okay, wer hat hier angegriffen? Es mag mich hart. Von hinten. Schwierig. Wo bist du denn? Ich sehe aber nicht. Oh, aua. Du siehst mich? Ich sehe dich. Bei mir ist es nicht so. Bei mir ist keiner. Hier ist keiner. Oh, er hat mich voll umgerannt. Oh, nochmal. Du hast es. Sehr gut. Oh, es lebt aber noch. Ja. Und hinter dir ist noch was? Hinter mir? Schießen die auf mich? Nee, da schießt aber jemand anderes, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist. Jetzt schießt irgendwas. Jetzt gerade auch? Weil bei mir schießt. Nein, nein, nicht. Jetzt nicht. Und jetzt? Ja, jetzt hast du einmal geschossen. Ja, genau. Die Waffe ist irgendwie. So, baut er hier? Der was in seiner Kiste. Nee, drin? Das war vorhin schon so. Ich weiß nicht, wie der hierher kam ohne Schiff. Guck mal, wie schön spawnt. Unser Schiff da oben aussieht. Da oben ist doch eine Spawnkammer. Ja, kann sein, dass er respawnt, ja. Aber er hat keine Munition. Also hat er. Ja, hat er ja auch nicht. Aber wir hatten ja nicht. Wir hatten nicht. Also ich habe irgendwie 1000 Holz. Unfassbar. Nee, habe ich nicht ganz. Also. Ich habe nochmal 1000. Oh, das ist so unfassbar, wie viel Materialien ich habe. Ja, dann lass uns mal weiterfliegen. Mhm. Wir brauchen Erfahrung, oder? In die Höhle zu gehen bringt nichts. Wollen wir die Höhle zeigen? Ja, zeigen können wir sie, aber sie sieht sehr schick aus. Hier ja, einfach. Folge mir. Nicht prahlen, sondern machen. Machen. Oh, warte mal. Was denn? Mir fällt gerade was auf. Ich muss mich mal heilen. Ich bin so gut wie am Arsch. Ja, mach das mal. Schöne Beere fratzen. Wie frisst er denn nochmal? Du musst die 7 anwählen, also bei mir ist die 7. Ja. Und dann linke Maustaste halten. Aber macht er irgendwie bei mir nicht. Ich wechsle nochmal. Ja, wechsle nochmal. Jetzt, alles klar. Manchmal. Okay. Das ist hier mega Eisen, nein. Bist du bei mir? Ich bin hinter dir. Ja, dann hier durch den Wald rechts. Hast du eine Höhle. Den Busch gleich rechts, alles klar. Hier ist irgendein, hast du gesehen? Diese lass ihn. Lass sie, sie hat. Geht's hier. Oh, das ist aber sehr tief. Guck mal, wie geil das aussieht. Wenn du hier von hier oben runter guckst, das sieht richtig cool aus, wa? Wow. Bildschirmin, ja. Wow. Okay, cool. Und hast du hier abgebaut oder was hast du hier? Ja, da sind halt viele Steine drin. Die wollen Pilze geben immer, oder also es sind Pilze, die da so leuchten. Ja. Die geben immer nur mal Knowledge und das war dann. Ja, das bringt ja nicht viel. Nicht wirklich. Aber das geht durch praktisch durch den. Geh mal drunter, ja, bis runter. Bis runter. Man sieht nicht viel. Ah, hier ist Material, warte mal. Oh, hier ist auch noch was, warte mal. Was ist denn hier? Hallöchen. Au. Ich fall nicht gleich irgendwo runter. Warte mal, ich esse jetzt das erste Mal eine Birne. Beere. Birnbeeren. Ich höre mal so ein Ping, was soll das? Gerade eben hast du, also jetzt müsstest du hören, ja. Weil ich in deiner Nähe bin. Könnte ich mir vorstellen. Ach so. Oh Gott. Oh Gott, hab ich schwer. Wartenloch. Oh. Wo bist du denn? Ich bin raus, dann hab ich mich rechts erhalten und dann bin ich leicht abgedriftet. Auf immer. Übrigens scheint es in der Höhle am Rand auch runter zu gehen, gell? Wenn man sich die Höhle genauer betrachtet. Ja, man kann da runterlaufen, ja. Deswegen hängt ja so viel Eisen. Das hängt nämlich alle daher. Kannst nämlich ganz entspannt. Achso. Looten. Wie, hier aus der Höhle oder draußen, wo du jetzt bist? Nee, hier ist der Höhle, da wo du bist, ja. Da wo du bist. Okay. Sicherheitsding. Krabbeln ist übrigens manchmal sicherer als Hangeln. Ja, ich merkte schon, ja. Lass mal ein bisschen nach links gehen. Was war das? Was passiert? Keine Ahnung. Hab ich was getötet? Ich bin irgendwie, weiß nicht, ich war auf immer ohnmächtig beim Climben. Ja, das hatte ich auch schon mal. Wie so ein Blitz ist gekommen. Also bin genau. Ich gekraxelt und bin weggeschleudert worden. Ein Glück. Das ist praktisch so der Finger Gottes. Manchmal donnert es ja auch. Ich glaube, Gott so macht nicht. Uns nicht.
Wir haben mal zu viel Böses getan. Jetzt haben wir noch jemand getötet. Also wir haben ja gar nicht zu viel Böses getan. Oh. Zu viel kann man ja gar nicht tun. Bist du rechts raus aus der Höhle? Schieß, ich bin's nicht. Bist du aus der Höhle rechts raus? Ja, schieß, ich bin's nicht. Dass du das nicht bist, weiß ich, weil das ist grün und dick und summt. Achso, verstehe. Wenn du wissen, wo du lang bist. Rechts raus, ich gehe aber wieder hoch. Also mein Plan ist jetzt wieder hoch zum Schiff zu gehen. So, ein paar Berries. Ich hab hier nochmal ein bisschen Stuff. Let's stuff. Ui. Okay. Das übrigens da, meine Damen und Herren, ist die Höhle, aus der wir kommen. Also nicht die Höhle, sondern die Insel, von der wir kommen. Ja, die hat man eben am Horizont oben gesehen. Wie bist du hoch? Mit Kraxeln oder mehr? Noch gar nicht, ja. Ich probiert mit Mischung aus. Mit Schwingen, allem. Kraxeln und. Zieh mich immer ein Stück und dann ja. Drücke ich kurz mal Q. Glaube ich, der sicherste Weg. Ja, ich würde sagen, oh, da ist ein Riss im Fels. Wir haben den Fels. Ah, der, pass auf, der ist der mich weggeschnickt hat. Geschnickt hab, ja. Genau. Wir sagen, du okay. Sagst, nee, warte, 11 Minuten. Ich würde sagen, weiter. Nein, weiter. Was würdest du sagen? Weiterfliegen. Ja, ja. Genau. Wir brauchen Erfahrung, damit wir uns besser ausbauen können. So, ich komme zurück. Ich glaube, der Typ, der ist da gerade gespawnt, der uns entgegenkam. Der deinen Kugeln entgegengeflogen ist. Und wo ist eigentlich unsere Adlerspitze hin? Soll ich mal eine neue konstruieren? Aber ja, ich habe überlegt, eine neue zu konstruieren, aber da du ja die... Ja, komm, ich mache eine. Nee, da du das vertrittst, dass sie das zu schwer ist. Ach so, nein, komm. Jetzt machen wir das. Da ziehen wir da durch. Ich konstruiere mal eine. Was tut das? Ja, da bist du. Miners. So, liegt da. So, dann setzt man das Ding wieder. Okay. Wann kann ich denn das aufheben hier eigentlich? Ich würde sagen, so. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir hier noch irgendein... Der Adler fliegt wieder. Der Adler ist... Weißt du, was ich gerade für ein... Da kommt er. Okay, bin bewaffnet. Bin gefährdet. Aber nee, der hat keine... hat zwar wahrscheinlich keine Waffe, aber... Ein kurzer Sicherheitsschuss. Wenn er Bescheid weiß. We are aggressive. Ja, genau. Gut, machen wir weiter. Sollen wir das... Die Station wieder abbauen oder gibt es überhaupt was? Das gibt nur so... Das nur... Sie geringste Punkte, haben. Ja. Ich überlege aber, ja. Ob ich da irgendwas noch kann. Ne, wir brauchen mehr Farm, sonst können wir nicht viel da bauen. Kann man nichts mitmachen, ne? Skipper, bla bla bla. Ist er denn reparated? Reparated? Ich denk schon, ne? Reparaden. Ne, Chestnut, sagt er hier bei dem einen. Was, Chestnut? Ach da, das, ach, sie sehen auch, das Segel noch ist nicht. Ich wollte das Segel noch umbauen. Ich wollte noch ein anderes Segel anbauen. Soll ich es abbauen? Du kannst es gerne abbauen und kannst es auch gleich wegschmeißen. Skycore, what the fuck? Wings. Okay, attach geht nicht, also bauen wir es erst ab. Okay, Statue, ich hab's abgebaut. Basic. Das ist die Kuliman-Sail, ne? Hast du da Kuliman? Aua, ja. Dann nehmen wir das hier. Also ich hab das... Da hab ich noch 900 Holz von, das können wir noch eine Weile reparieren. Aber was sie da? Ash. Ansonsten halt. Ah, 57 Chestnut. Item is destroyed and cannot be salvaged. Okay, 57 Chestnut habe ich bekommen. Soll ich es setzen oder hast du es? Ich hab's. Okay. Also, wir müssen immer darauf achten, aus was wir den Scheiß bauen, sonst ist es zu teuer. Witzig, ja. Weil das hier ist, wie man das? Chestnut, Oak und Elm. Hat doch direkt eine andere Holzfarbe hier. Ja, am Ende ist es ein anderes Holzmaterial. Ui. Hart am Bit. So. Sieht auf jeden Fall, das sind glaube ich diese Collectors Edition Parts oder was wir hier haben. Ach, der, ja okay, das stimmt. Oder darf ich den, ich muss mal was korrigieren. Warten. Die Front.
Die Front sitzt schief. Also leicht schief. Ja, das geht natürlich nicht. Da ist doch. Oh, da fehlt doch unten noch was. Siehst du das? Das geht ja nicht. Hier ist ein Loch in der Hütte. So, jetzt sitzt es ungefähr mittig, oder? Würde ich sagen. Das ist halt durch diese Bleche schwer erkennbar. Small Panel. Warte mal, ich würde gerne nochmal schnell. Nur nochmal schnell. Eben schnell. Iron. Bronze. Bist du das hier vor mir? Ja. Ja, ja. Echt aufpassen. Achso, das reicht eh, ne? Naja, dann kann ich noch einen bauen, um ihn hier vorne wieder hinzusetzen. Damit wir nicht runterfallen. Die Folge heißt der Adler in Brasilien. Sieht ein bisschen so aus, da hast recht. Wenn Fleisch aber nicht im Bild stehen würde. Naja. So, ich habe selber nur ein Bild gemacht. LMA. Das ist lustig, ich vertanze ja dann immer gleich. Das ist. Weiß ich immer, jetzt hat er einen Screenshot gemacht, wenn er tanzt. Okay, hast du. Wo fehlt da noch was? An der Seite ist hier noch ein Loch drin. Wollte nur in der Vollständigkeit haben, also. Ist immer noch da ein Loch? Nee. Oh nein, Gott. Ah. Okay, ist alles gut. Alles gut? Ja. Oh. Ding mal weiter. Okay. Problem ist, wenn jetzt uns ein fettes Schiff mit Geschützen entgegenkommt, ist Feierabend. Ne? Es ist immer Feierabend, wenn das passiert. Also geh nicht davon aus. Du kannst jetzt, ans Steuer. Darf ich? Du lässt mir... Eigentlich eine Uniane, aber bitte, mach ruhig. Okay, Segel sind gehst. Captain? Gesetzt sind sie. So. Ich gehe ganz langsam in den Keller. Ich gehe ganz lang. Gib nicht ab. Leertaste macht nichts. Macht nix. Mhm. Also ich glaube, diese Schubregel... Steuerung? Nee, passiert nichts. Sollen wir mal ganz kurz probieren? Ja. Ich bin vielleicht am Shipyard. Muss der das weg? Kann sein. Sollen wir nicht entfernen mal. Wait. Oh, warte mal. Warte. Ship weight more than exoskeleton can lift. Aha. Aber. Ich hab das hier den ganzen Blech. Oh Gott. Mach bitte nicht den Bug ab. Der Bug ist der schönste. Nein, ich will nicht abschrauben. Ich will noch einen Atlas Sky ranbauen. Echt? Ja. Der passt doch gar nicht rein. Wo willst du den denn hinsetzen? Das geht schon. Weiß nicht. Wohin, weiß ich nicht. Das ist kein Platz für. Das, wird sich schon irgendwie, gut, man könnte diesen, Spawner, den könnte man hier oben aufs Deck setzen. Mach das mal. Kannst du den umsetzen? Warte mal, ich probier's. Ich hab jetzt hier nochmal einen Atlas-Guy jetzt. Ja, geht anscheinend. Willst du nicht auch mal einsetzen, dass du hier spawnen kannst? Ja. Oh Gott. Was denn? So. Guten Tag. Hallo. Der Herr. Shit. Shit, 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 shit. Passt nicht, gell? Passt nicht. Mit drehen. Z. Nope. Können wir den anderen, kannst du den anderen versetzen, ein Stück? Ein Stück nach vorne. Oder kannst du den rausnehmen? Warte mal. Ich kann auf jeden Fall noch nach vorne schieben. So. Oh, was steht denn jetzt im Weg? Z. Also rein theoretisch würde es locker passen. Ship has already a core. Fuck. Ja, siehst du. Fuck. Na gut, dann setze ich den wieder hinten rein. Also müssen wir was abbauen. Your ship. Ja, ich sagte, das sind zu viele Bleche. Nimm doch mal zum Beispiel Bleche vor dem Fahrer weg. Dann die Frontbleche, die uns verhindern, dass wir rausfliegen. Das ist auch Quatsch meines Erachtens, weil du fliegst da eigentlich in der Regel nicht raus. Und zur Not sicherst du dich, bevor du hochgehst. Haben wir noch... Wo wir anfangen, weil es ist ja nicht zu fassen. Ich sag, das Ding ist zu schwer. Oder ich nehme die Deko noch hinten weg. Das hintere Deko-Teil, ha? Huh? Also, oh Mann, habe ich zu viel aus Metall gebaut hier? Oder die Flügel zum Beispiel, die nehmen halt echt viel... Aber ohne Flügel kannst du nicht fliegen. Machst du denn? Kannst du das abbauen? Ja, ist weg. Die Bronze werde ich auch abbauen. Es gibt zwar nicht so viel wie vorher. Ich glaube, ich habe zu viele übereinander gesetzt. Ja. Das ist mein Treasure. Hä? Oh Gott! Sorry!
glaube. Scheiße. Legst du mir so ein Ding auf den Deckel? Na, nicht. Nicht direkt. Tja, du brauchst halt hier mehrere, um das. Das ist geil, wenn es abbaust, dass so die Farbe verschwindet, wie als würde es abbeizen. Ja, aber dann lass es halt ein bisschen offen fliegen. Ich meine, was soll das? Was soll Tätze davon? Geht das? Ja. Die andere Seite. Vorne links sieht es halt, vorne sieht's halt ein bisschen schwierig aus. Ist auch so überlappend, aber. Vielleicht hier den noch ab. Ich würde die Flügel abmachen, das ist meines Erachtens. Nein, die Flügel machen wir nicht ab. Helps the steer, ja, hast du gesagt. Genau. Das da, genau, das meinte ich. Aber das ist doch gut so. So, oder was? Warte. Ach, schade, dass man das nicht. Man, das würde ich gerne nochmal ansetzen, das ist ja nur Holz. Tja. Okay. Probieren wir es, ob die, ja, die dicke Adler abhebt. Probier mal. Sehen wir in der nächsten Folge. Ach, schon wieder. Meine Damen und Herren. Ja, ja, gut, wir haben Höhlen gezeigt, wir haben Leute erschossen. Stimmt. Ich war dabei. Was war denn das? Was war denn das eben? Ich hatte eben. Was passiert? Ja, so hoch katapultiert wieder. Oh, warte mal, ich muss mich mal registrieren hier. Okay. Dann würde ich sagen, nächsten Folge heben wir ab und bis fahren dahin weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss.